Ich ziehe die Teile jetzt einfach mal bis ganz oben. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich das so lasse oder nicht. Müsste ich dann einfach mal schauen. Es ist natürlich jetzt relativ langweilig, dieses bloße Haus jetzt hier einfach so zu haben, nur mit Holz. Aber so entstehen bei mir eigentlich die Grund, ja eigentlich die Gebäude von Grund auf. Erstmal total detailarm bauen, dass man einfach die grobe Form hat. Und hier würde ich dann praktisch wieder mit dem Holz anfangen. So. Einrichten werde ich das Ganze sehr wahrscheinlich nicht. Das sage ich gleich mal schon vorneweg. Naja, vorneweg. Sehr wahrscheinlich sind wir schon in der hinteren Hälfte des Tutorials. Da, ich finde, die könnt ihr einfach individuell machen. Vielleicht werde ich einfach mal ab und zu Tutorials machen, wie man, oder so kleine Videos, wie man das vielleicht so ein paar Details reinkriegt oder so bei der Inneneinrichtung. Aber wenn ihr einfach die Tutorials guckt, bei manchen sind was dabei, aber ich habe in letzter Zeit nicht so wirklich Lust, die Häuser auch einzurichten. Wie ihr vielleicht auch, wenn ihr die Map gedownloadet habt, am Gasthaus seht. Das ist immer noch nicht eingerichtet, da habe ich auch ehrlich gesagt immer noch keine Lust zu. Und dann müssen wir da einfach mal schauen. So, ich ziehe jetzt einfach mal ein bisschen Holz rein. Das erinnert mich irgendwie an meine ganz ersten Häuser, die ich so in Minecraft gebaut habe. Sahen ja relativ schlimm aus, aber naja. Jeder fängt mal klein an. Es gibt ehrlich gesagt auch genügend, die kleine weitermachen. So, hier ist dann genau Holz, 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 Holz. Noch höher, zack, zack, zack. Jetzt Holz, 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 Holz. Ne, Moment, das ist zu viel Holz. Da, da, da. Und dann ziehen wir das bis ganz oben. Und dann wird das hier noch gefixt. So. Holz, Holz. Zap. Komm. Holz, Holz, Holz. Grundsätzlich gefällt mir dieses Gebäude eigentlich schon mal ganz gut, dieser Gebäudekomplex. Aber da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die man da ändern kann. Zum Beispiel könnte man dem Ganzen etwas mehr Flair zu verleihen, hier draußen noch ein paar Steine anbauen. Ich mal schauen. Ich werde jetzt echt mal das ganze Dach bauen für die Leute, die da nachgefragt haben. Ich hoffe, euch hilft dann dieses Tutorial auch, was so den Dachbau betrifft, so. Und wenn es das nicht reicht, schreibt wie gesagt einfach in die Kommentare, was ihr denn euch genau darunter vorstellt unter einem Dachtutorial. So, die Sonne geht auf, mir fällt gerade auf, dass ich nicht dunkel gemacht habe. Das tut mir leid, falls ihr da nicht so viel sehen konntet, aber da ich das eigentlich immer relativ hell einstelle, denke ich, müsste man eigentlich genügend gesehen haben. So. Jetzt wird das Ganze etwas rötlich, weil eben die Sonne aufgeht. Müsste eigentlich gleich wieder weggehen. So. Na bitte, dann haben wir auch schon bald das ganze Dach. Naja, okay, die andere Hälfte halt noch, aber bald müsste es geschafft sein. So. Ziehen wir das hier noch rüber. Dann wieder 1, 2. 1, 2, so mal zur Abwechslung. Die anderen hatten wir ja andersrum gesetzt. Und dann müssten wir einfach nur noch auf dieser Seite praktisch genau das gleiche machen, wie wir eben schon getan haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich denke, ich werde da etwas längere Parts draus machen aus dem ganzen Tutorial, weil das sonst, Let's Build meine ich, weil das Ganze sonst einfach zu viele Parts beansprucht. Und da wird wieder der erste und der letzte Part geguckt, aber das ist mir relativ egal. Denn es reicht mir auch, wenn es einfach nur einer geguckt hat und dem es geholfen hat,
dann reicht mir das eigentlich schon. Beziehungsweise dann hat es einen Sinn gehabt, dass ich das Tutorial gemacht habe und das ist dann auch schon gut. Natürlich ist es immer schöner, wenn sich noch mehr Leute es was bringt, aber so wie einer es mag, beziehungsweise ihm es hilft, werde ich das auch so weitermachen. Ja, hier kommt dann wieder unser Block hin. Ich werde mal ein bisschen weniger reden, ehrlich gesagt, weil ich wieder etwas heiser werde, merke ich, beziehungsweise ein leichtes Kratzen im Hals verspüre und jetzt keine Lust habe, eine Aufnahmepause einzulegen. Deswegen werde ich jetzt etwas stiller werden. So. Ja. Da fehlt eindeutig Holz. Nee, Holz haben wir genügend. Stein. Stone. Doch, das können wir auch mal nehmen. Und Zaun vor allem. Zaun fehlt jetzt noch. Okay, vielleicht noch eine Treppe, die ist noch ganz gut. So. Am Anfang hier könnten wir eigentlich so ein paar kleine Steine reinsetzen. Dann wäre praktisch hier unser Fenster, was wir jetzt ausnahmsweise mal mit Glas auskleiden. Mit so. Da ist dann noch ein Fenster. Und hier. Da ist ja dann die Treppe und hier müsste dann praktisch noch ein, wobei das passt eigentlich so, noch ein kleines Dingens raus sein. Auf der Seite könnten wir sogar eigentlich auch noch eine Tür rausbauen. Machen wir auch. Lassen wir einfach frei für eine Tür. So. So. Perfekt. Weil ich sagen muss, eigentlich braucht das Ganze ja noch eine, noch wenigstens einen kleinen Kamin. Den machen wir jetzt auch gerade mal. Frag dich nur, wo wir den hin machen. Am besten hier so in die Ecke. Hier so. Genau. Können wir hier? Kleinen Kamin hinbauen. Eins, zwei. Nee, warte mal, das machen wir so. So ein bisschen vor. Muss ja jetzt nichts Besonderes sein. Einfach hier so ein kleines Kaminchen. Dann machen wir hier hinten noch was. Genau. Praktisch dann hier so. Am Ende würde dann der Kamin praktisch hier raus kommen. So. 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 Wie gesagt, wenn ich diesen Kamin baue, wer das überhaupt nachbaut, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand nachbaut. Und das Ganze habe ich so gebaut, dass hoch. Ach komm, muss einfach mal sowas machen. Das Ganze habe ich so gebaut, dass wir hier, da ich eben das Feuer ausschalte. Das heißt, ihr müsst natürlich bei euch aufpassen, dass euch eure Welt nicht abfackelt, wenn ihr das auch bauen wollt. So, wir packen dann hier was noch rein. Müsste eigentlich sogar reichen. Vielleicht so noch. Könnten eigentlich sowas machen. Ja. Egal, lassen wir so. Nee, lassen wir nicht so. Muss noch was raus. Ich würde sagen, wir packen hier einfach mal. Moment. Sowas Kleines raus. Kleinen Kamin. Balkon. Eisenblock.
könnten wir hier meinetwegen. Im Moment, das machen wir anders. Das machen wir so. Ne, machen wir doch nicht anders. Doch, machen wir. Wir machen es einfach so. Gut, dann müsste praktisch hier dann so ein bisschen was sein. Eigentlich könnte ich, müsste ich mal auswählen, ob das jetzt hier wieder hinkommt, wenn wir hier. Sieht dann mir blöd aus. Ne, jetzt lass mal. Mhm. Wir könnten aber, wenn wir wollten, hier eine Art Stütze ranbauen. So, genau. Mal das Ganze etwas gestützt. Sieht nicht mehr ganz so behindert aus. Und dann ziehen wir es ganz einfach hier so ein bisschen runter noch. Weil eigentlich würde ich denn hier noch so einen hinmachen. Und hier. Und da dann so. Mhm. Passt. Hier unten könnten wir eigentlich sogar noch so wieder ein bisschen mehr reden. Sowas hin. Da. Da, nee, das machen wir doch so runter. Genau. Holz, Holz. Wobei, sieht gar nicht mehr so übel aus. Lassen wir mal so. Und hier will ich dann wieder das reinsetzen. Genau. Das passt so ganz gut. Dann sieht es auf der Seite schon mal nicht mehr so ganz langweilig aus. Und dann können wir hier eigentlich wieder aus dem dunklen Birkenholz, Birkenholz, ich bin auch dunkles Birkenholz, nee, aus dem Tropenholz dann noch so ein kleines Vordach sowas ranbauen. Genau. Ja, vielleicht sowas in der Art. Genau. Passt. Da oben kommt sowas rein. Gucken, wie sieht denn das aus? Mhm. Doch, gefällt mir ganz gut. Vielleicht könnten wir sogar hier noch überall, um das Ganze praktisch ein bisschen dicker zu bauen. Wisst ihr? Ne, Moment, wir machen nehmen da umgedrehte Treppen. Die sehen besser aus. Oder? Dass das hier ein bisschen dicker ist. Ja. So ein bisschen. So ein bisschen und ein bisschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das hier ist noch falsch, das muss wieder so hoch. Genau das gleiche dann auf dieser Seite. Und jetzt die Frage, ob wir das hier auch machen können, ohne dass wir hier praktisch noch hoch können. Können wir dann noch so lang? Ja, okay, das passt noch genau, das ist gut. Und dann machen wir das genau noch so. Ja, dann können wir das da so ein bisschen ausfüllen.